Moin Moin! In diesem Video werden Sie das erste Element des Systems Buchführung kennenlernen, das Grundbuch. Das Grundbuch erfasst die durch die Belege begründeten Geschäftsvorfälle. Dabei werden die Werte Zuflüsse und Werte Abflüsse nach Belegdatum in einer Tabelle erfasst. Deshalb nennt man das Grundbuch auch Journal. Diese Tabelle hat die folgenden Spalten: fortlaufende Nummer, das Belegdatum, die Belegnummer. Dabei handelt es sich um die buchhaltungsinterne Ablagenummer des Belegs. In der folgenden Spalte werden die Wertezuflüsse wie folgt festgehalten. Der Bereich. Ich habe an dieser Stelle den Begriff Bereich gewählt, weil wir uns bisher im Wesentlichen auf die Bereiche der Buchführung, also Vermögen, Schulden, Aufwendungen und Erträge, konzentriert haben. Allerdings haben wir auch bereits festgestellt, dass zum Beispiel Bank, Kasse, Forderungen und Vorsteuer in den Bereich Vermögen gehören. Dabei handelt es sich um Konten, die in den Bereich des Vermögens gehören. Daher möchte ich an dieser Stelle den Begriff Konto einführen. Obwohl wir uns erst im kommenden Lernschritt in diesem Abschnitt mit dem Thema auseinandersetzen werden. Neben dem Bereich Konto wird der Betrag festgehalten. Anschließend erfolgt die Dokumentation der Werteabflüsse, wiederum gegliedert nach Bereich Konto und Betrag. In der letzten Spalte wird als Buchungstext der Geschäftsvorfall festgehalten. An dieser Stelle möchte ich die Fachsprache der Buchhalter und Buchhalterinnen bemühen. Wir dokumentieren im Journal unsere Wertezuflüsse und Werteabflüsse in Form von Buchungssätzen. Die Wertezuflüsse in dieser Tabelle werden in der Fachsprache traditionell Soll genannt. Die Werteabflüsse haben. Die Bezeichnungen Soll und Haben müssen Sie als inhaltsleere Begriffe verstehen. Sie haben nichts mit dem Sollen oder dem Haben im umgangssprachlichen Sinne zu tun. Sie könnten den Wertezuflüssen auch den Namen Otto und den Werteabflüssen den Namen Trude geben. Der Buchungssatz in seiner Grundstruktur würde also lauten: Soll an Haben. Am Fuß dieser Liste befindet sich eine Summenzeile. Sie dient der Kontrolle, denn die Summen der Wertezuflüsse müssen immer den Summen der Werteabflüsse entsprechen. Im Folgenden wollen wir nun noch einmal auf die bereits gemeinsam bearbeiteten Belege zurückgreifen.